So, ich möchte euch heute mit dem kleinen Video mal zeigen, wie man eine Gitarre stimmt mit einem elektronischen Stimmgerät. Früher sahen die Dinger so aus, waren riesig groß, sehr teuer. 300 Mark hat damals dieses Gerät von Korg gekostet. War zwar sehr präzis, aber es geht natürlich viel einfacher heutzutage, und zwar mit solch einem kleinen elektronischen Stimmgerät, das es zwischenzeitlich für etwa 5 Euro gibt. Diese kleinen Tuner sind sehr praktisch ausgelegt. Sie sind für verschiedene Instrumente sogar gedacht. Zum Beispiel zeigt es jetzt hier an Gitarre, wohlweislich für unsere 6 Saiten der Gitarre jetzt ausgerichtet. Wenn man dann weiter drückt, kommt ein Bass. Das heißt, man kann auch die 4 Saiten der Bassgitarre stimmen oder aber chromatische Stimmung. Chro steht da. Dann kann man andere Instrumente wie Klavier oder Cembalo oder zum Beispiel Harfe auch stimmen. Für uns Gitarristen ist es aber natürlich sinnvoll, das jetzt gleich auf Gitarre einzustellen. Und damit haben wir den ganzen Einstellungsprozess eigentlich schon abgeschlossen. Jetzt müssen wir einfach schauen, ob diese 6 Saiten der Gitarre übereinstimmen mit dem, was hier einprogrammiert ist im Stimmgerät. Wer es noch nicht wissen sollte, die Gitarrensaiten, die sind von der Bezeichnung her folgendermaßen ausgelegt. Zuerst kommt die tiefste Saite E, dann A, dann D, dann G, dann H und die höchste Saite heißt auch wieder E. Wir wollen jetzt einfach mal mit der tiefsten Saite beginnen, der E-Saite. Ich zupfe sie an und dann müssen wir schauen, was uns das Stimmgerät anzeigt. Okay, zeigt irgendwas an mit E, aber da kommt jetzt ein Pfeil, der steht links von diesem zentralen Mittenpfeil, der oben eingeblendet ist. Richtig stimmt die Gitarre nämlich immer erst, wenn der Pfeil in die Mitte zeigt, Mitte nach oben zeigt und wenn sich die Anzeige in grün verwandelt. Grüne Anzeige E, der Pfeil zeigt senkrecht nach oben und ist damit richtig gestimmt. Man muss natürlich jetzt erstmal schauen, wo laufen die Saiten hin, auf welchen Wirbel. Dann muss man am Anfang einfach ein bisschen tüfteln und vor allen Dingen muss man halt auch erstmal schauen, wie rum muss man drehen. Wir haben halt 2 Möglichkeiten, die Gitarrensaiten zu drehen, so oder so. Da muss man schauen oder vor allen Dingen hören, wie klingt es, wo geht es tiefer und wo geht es höher. Und normalerweise sind die Gitarren ja irgendwann vorgestimmt von eurem Gitarrenlehrer oder von irgendjemand, der es schon gemacht hat. Und dann sind die Abweichungen vom Referenzton im Stimmgerät immer nur minimal. Das heißt, da gibt es einen leichten Ausschlag nach links oder einen leichten Ausschlag nach rechts und dementsprechend muss man die Saite dann lockern oder spannen. Wir machen das jetzt mal mit der A-Saite und schauen mal, was da passiert. Okay, der Pfeil zeigt jetzt rechts vom Zentrum hin. Das heißt, die Saite ist im Moment zu hoch. Jetzt muss ich die Saite einfach ein bisschen tiefer drehen, bis der Pfeil dann in die Mitte geht und das grüne Orientierungssignal kommt. Und da haben wir schon. A wird grün angezeigt, der Pfeil zeigt senkrecht nach oben, somit ist die A-Saite gestimmt. Okay, die nächste ist die D-Saite. Die zeigt nach links wieder, also der ist zu tief. Jetzt muss ich ein bisschen drehen, damit die Saite ein bisschen gespannt wird. Und dann steht sie auch schon wieder in der Mitte und zeigt grün. Dann geht es zur G-Saite. Jetzt kommen wir zu den hohen Saiten. Und da muss man schauen, wo die hinläuft, auf welchen Wirbel. Dann läuft da nach oben. Und die ist ein bisschen zu hoch. Drehe ich also ein bisschen, bis der Zeiger wieder auf grün geht. Dann kommt die H-Saite. Viel zu hoch. Drehen, bis sie tiefer geht. Und dann im grünen Bereich stehen bleibt. Jetzt haben wir noch die hohe E-Saite, die ist hier. Und die ist auch wieder richtig. Und schon ist die Gitarre gestimmt, eine ganz einfache Geschichte. Viel Erfolg!